Peace, Leute. Willkommen wieder zu Let's Play Minecraft. Ja, wir müssen... Wow. Wo im Gottes Namen kam der her? Ich wollte gerade sagen, wir müssen noch gemütlich Erde abbauen. Und er hat hier ein Loch reingesprengt, dieses blöde Creeper-Vieh. Naja... Gut, er hat uns ein bisschen Arbeit abgenommen. Super. Jetzt muss ich ja nur bis hierhin füllen alles. Gott, wo kam der her? Der ist einfach vom Himmel gefallen. Eben war er noch nicht da, bevor ich den Schnitt gemacht habe, glaube ich. Ich sehe schon wieder einen und wisst ihr, wo er ist? Bei meinem Pech ist er beim Haus. Darauf habe ich ja voll Bock gerade. Ach, hier ist auch noch alles voller Erde. Was hampel ich denn hier rum? Wir wollen ja unser schönes Haus ausbauen. Und vergesst nicht, ihr könnt mir immer schreiben, wenn ihr irgendwie wollt, dass ich dies und das baue oder was weiß ich. Ich versuche dann immer die Sachen irgendwie mit hineinzubringen. Pff, warum leckt das denn jetzt? Hallo erstmal? Ich bin die Zockerbraut. Was geht denn so? Ja, es leckt mal wieder, genau. Wow, aber das ist ziemlich steil, dann wenn wir hier längs gehen. Naja, das soll erstmal nur so sein, dass die Creeper halt nicht hier hochkommen. Da hinten ist einer. Na gut, solange er da hinten ist, ist es ja nicht so schlimm. Spinnies können ja ruhig hochkommen, die explodieren ja nicht, wie blöd. Ich weiß auch nicht, ob das was bringt, wenn man die Fackeln am Haus jetzt da großartig macht, dass die Creeper nicht mehr kommen. Aber ich denke mal, die kommen trotzdem. Jetzt machen wir erstmal das hier weg, damit das wenigstens so eine ebene Fläche hat. Oh, ein Schneeball. Und Alter, hört ihr den? Das ist so creepy, echt. Der Ton spackt die ganze Zeit rum. Da hinten, das sieht auch sehr interessant aus. Da könnte man auch noch so richtig schön was draus machen. Was weiß ich noch nicht. Bin ja immer sehr spontan. Ja, wir bauen mal wieder gemütlich Erde ab. Vielleicht sollte ich die Folgen immer nennen. Wir bauen Erde ab, damit ihr wisst, aha, sie baut wieder Erde ab. Entspannt euch einfach bei der Musik, die im Hintergrund läuft. Die habe ich übrigens von so einer kostenlosen Seite, weil ich möchte nicht, dass meine Projekte hier irgendwie gesperrt werden oder sonst was. Deswegen nehme ich jetzt das. Ich weiß, in den ersten, ich glaube, beiden Parts habe ich Zelda genommen, aber ich denke mal, das ist nicht so weltbewegend jetzt. Wenn ihr möchtet, dann kann ich euch gerne diese kostenlose Seite verlinken. Da könnt ihr euch ganze Alben runterladen und sowas. Kriegt ihr auch gleich die Lizenz mit. Ja, das ist jetzt keine Weltmusik, also so berühmte Musik oder so, wie ihr hört. Ich habe einfach irgendwas genommen, was ein bisschen beruhigend ist zu Minecraft. So, ich muss mal einen Schluck Tee trinken. Sehr zu empfehlen, mein Tee übrigens. Der Tee heißt Kaminabend. Das ist so Marzipan-Zitrone-Tee oder Orange, glaube ich, war das. Ja. Der ist echt lecker. Der ist so schön süß. Man braucht da eigentlich fast nichts reinmachen. Ich nehme sowieso keinen Zucker. Ich nehme so diese komischen Tabs. Also die komischen Pillen da. Die Pillen, ihr versteht. Hohoho. Nein. Die nehme ich immer. Und der Tee ist sehr wirklich zu empfehlen. Da ich nicht weiß, was ich quatschen soll, erzähle ich euch jetzt von meinem Tee. Ja. Sehr zu empfehlen. Oh, und letztens habe ich auch einen echt geilen Tee. Den habe ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben getrunken. Grüner Tee mit Jasmin. Man denkt so, hä? Und der riecht auch so mega geil, der Tee. Und der ist wirklich gut. Wenn ihr noch einen Schuss Milch reintut, dann passt das. Und dann denkt ihr so an Asien und dann denkt ihr so, geil. Ja, so ein Teetrinker. Also ich trinke eigentlich sehr gerne mal Tees. Zum Beispiel, oh, was habe ich denn letztens getrunken? Ich trinke immer Minztee, einen halben Becher Minze. Und einen halben Becher schöner Milch, damit das nicht so brennt, so nach Minze. Dann hat man nicht so diesen intensiven Minzgeschmack. Dann tut man einfach so ein bisschen Milch rein und das schmeckt eigentlich ganz gut dann noch. Ja, jetzt wisst ihr schon mal ein bisschen mehr über mich und meine Tees. Jetzt denkt ihr so, wow, wie interessant. Aber ich habe gehört, manche YouTuber, die erzählen auch so komische Sachen. Hauptsache, man erzählt irgendwas. Ich glaube mal, darauf kommt es an. Ist das da unten ein Sprössling? Nur mal so. Ach,
Ach, das ist ein Pilz. Ein Pilz. So. Ist das denn hier sehr groß eigentlich? Na, eigentlich nicht. Aber ich wollte so eine kleine Aussichtsplattform machen, so auf den See und dann... Sieht eigentlich ganz gut aus, denke ich mal. Jetzt bin ich übrigens ganz da hinten wieder abgekommen von meinen Vorhaben, aber ich... Naja, ist ja hoffentlich nicht so schlimm. Es wird so eine kleine Brücke hier mit einer kleinen Plattform. Mr. Onboy kann hinhauen. Wo mache ich denn die Obergrenze? Würde ich mal hier. Damit ich zu circa weiß. Wir können ja auch ein Stück mit Holz ausbauen. Fällt mir gerade ein. So die Plattform könnte man ja aus Holz machen. Würde ich einfach mal jetzt spontan so in den Raum werfen. Und falls wir anfangen kommen wegen Minecraft Together. Nein. Möchte ich im Moment noch nicht. Lasst mich erstmal etwas größer werden. Also ihr versteht schon, wie ich meine, ne? Oink, oink. Etwas größer werden und dann könnten wir vielleicht mal drüber reden. Aber jetzt so am Anfang noch nicht. Vielleicht mal später. Also bitte nicht wieder so viel PN. Das ist dann... Jetzt wisst ihr ja Bescheid, dass ich das etwas später möchte. So, ab der Höhe könnten wir Holz bauen. Das heißt, die obersten müssen weg. Machen wir so eine kleine Holz... Ah, wir könnten ja auch so eine schwebende Holzaussichtsplattform machen. Es wird sowieso ja hier immer nur schneien. Und da ist es hier unser Winterquartier. Und da drüben, hops, können wir ja dann unser Sommerquartier machen. Und da hinten war ja auch noch Wüste. Können wir ja auch noch was Schönes draus machen. Jetzt weiß ich aber noch nicht was. Das überlegen wir uns später. Jetzt wollte ich ja erstmal... Die Leiter brauche ich gerade nicht. Wir können ja so eine schwebende Plattform machen. Da habe ich ja richtig Bock gerade. Welche Höhe würde ich denn mal sagen? Also hier ist die Brücke. Da. Dann würde ich sagen, endet die Brücke hier. Dann kommt der ganze Schwachsinn da weg. Und die Brücke machen wir 2 oder 3 breit. Mit einem Zaun zwischen machen wir 4 breit. So, dann kommt sie bis hierhin, genau. Machen wir mal eine Markierung. So. Dann füllen wir das mal schnell mit Erde aus, würde ich sagen. Da unten ist ein Schwein. Mein Essen sieht aber alles noch gut aus. Im Ofen haben wir, glaube ich, Essen. Das könnte natürlich auch eine Holzbrücke sein. Könnte man eigentlich auch machen, aber das können wir ja noch später im Angriff nehmen. Obwohl, wir könnten ja jetzt schon den Rest mit Holz ausfüllen. Dann brauchen wir später nur noch den ganzen Schwachsinn abbauen. Ne, brauchen wir nicht mal machen. Oh, hört ihr die Soundeffekte? Die spacken voll rum. So. Da machen wir 4 breit jetzt die Brücke. Würde ich mal sagen, ja. So, dann brauchen wir nämlich nichts mehr mit Erde so groß aushöhlen. Dann müssen wir nachher noch einen schönen Zaun. Da würde ich am besten einen Eisenzaun nehmen. Ja, das Problem ist, wir haben ja fast... Nee, eigentlich haben wir gar nichts mehr. Das haben wir alles schon weg. Dann werden wir mal irgendwann... auch ein paar Parts, also wenn ich die Brücke grob fertig habe... Nee, die wird richtig fertig gemacht, finde ich. Dann gehen wir auf die Suche nach Eisen. Und dann würde ich sagen, chillen wir mal ein bisschen ab. Und dann machen wir vielleicht noch so ein Glaspavillon. Das sieht bestimmt auch so geil aus. Dazu müssen wir aber in die Wüste und ein bisschen Sand farmen. Und dann müssen wir auch noch Eimer erstellen für unseren Pool, den wir da hinten ja erstellen wollten. Weil das sah ja so geil aus. Wow! Oh Gott, jetzt falle ich hier auch noch runter. Ich habe mich schon gefragt, wann das passiert. Na, dich brauchen wir ja sowieso nicht mehr. So. Da fehlte einer, genau. So. Zack, zack, zack. Die Brücke ist jetzt fertig und dann machen wir hier vorne so, was weiß ich, wie viele Blöcke wollen wir denn da nehmen, Leute? Ich muss erstmal einfach hochkommen, damit wir erstmal grob was haben. Hier oben sind wir ja auch erstmal safe. So. Geil, wir haben noch genug. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ein noch weiter. Ah. Autsch! Mann, jetzt müsste man im Creative-Modus schnell und zack, aber das möchte ich nicht. So, und jetzt fangen wir hier an. 2 nach hier und dann drüben machen wir genau das Gleiche. Wir müssen zwar nachher sehr viel Erde wieder wegbauen, aber... Kannst du mal von mir weggehen, Baum? Ach so. Au! Ich guck mal auf die Karte, das ist alles noch gut. So. 2 nach hier gehen wir auch.
So, perfekt. Aua. So, und dann müssen wir noch 4x4. Nee, das ist ein bisschen sehr klein. Jetzt gehen wir erstmal wieder oben drauf. So, und hoffen natürlich, dass kein Creeper kommt. Na, der ist noch irgendwo da. Wie groß haben wir das denn jetzt? 2, 4, 4x8. Dann machen, gucken wir mal, wenn wir 8 nach da machen, wie das so aussieht. Müssen wir jetzt vorsichtig gehen. Aha. Hey, du Creeper, komm bloß nicht hoch, bleib unten. Haben wir ein Schwert dabei vor Server, ja. Wow, war der eben auch schon so dicht, nur mal so. So, jetzt haben wir 3. Das sieht schon mal nach was aus, finde ich persönlich. Sieht schon mal ein bisschen nach was. Leute, guckt mal, was passiert ist. Guckt euch das an. Warum sind die Zombies in mein Haus? Ich glaube, ich muss wirklich Fackeln machen, oder? Oh, das könnt ihr mir mal gerne erklären, wie das funktioniert, dass sie nicht in mein Haus spawnen. Ich muss da jetzt. Warum ist der eine so komisch angezogen? Wow! Wie sieht der denn aus? Ich mach mal einfach ein paar Fackeln da überall am Haus ran. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wie das funktioniert mit den Fackeln. Ich habe gehört, dass. Irgendwas muss es ja geben. Gott, der Sound, der spackt, da ist doch irgendwie ein Fehler drin. Wie sieht der denn aus? Aua! Das ist mein Haus. Jetzt machen wir erstmal die Tür zu und machen ein paar Fackeln. Ich hatte auch vorhin Kohle, das weiß ich. Na, jetzt nicht vorhin, aber ja. Ja, so viele kriegen wir da ja nicht raus. 16, das dürfte ja erstmal lang. Das ist ja richtig doof. Das spawnen die in mein Haus. Das muss ich euch mal reinziehen, ey. Das fand ich jetzt aber richtig scheiße. Machen wir jetzt einfach mal an jeder Ecke eins. Ich weiß nicht, ob man so mal ein Haus markiert. Was ist denn da hinten los? Ey, das finde ich gut gemacht, dass die Zombies alle verschieden aussehen. Aber warum ist der jetzt da? Das regt mich ein bisschen auf. So, ich weiß nicht, ob das langt, damit sie hier nicht mehr reinkommen. Das weiß ich nicht. Machen wir nochmal. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Was ist das? Ein Schleim! Pitschung, Pitschung! Was macht der für komische Geräusche? Können die mein Haus zerstören? Ich hoffe nicht. Ist der Zombie-Scheißer weg? Der Zombie-Scheißer ist. Ah, Skeletto, 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 Skeletto. Wir gehen schlafen, Leute. Der Schleim da unten riecht mich so auf. Ich mache hier noch schnell eine Fackel hin. Ich verstehe das nicht mit dem Fackeln. Das müsst ihr mir mal erklären, wie das genau funktioniert mit dem Markieren. Haha, kommst du nicht rein? Haha, kommst du nicht rein? Haha, kommst du nicht rein? Na? Cooler Bogen. Ich will mal so eine Plattform machen. War das so? Ach, Quatsch, doch nicht so. So? Ja, so. Nee, nicht Stufen. Eine Druckplatte will ich jetzt besuchen. Das war ein Schalter. Das war eine Truhe. Ich krieg das noch hin. Ah, jetzt weiß ich so, oder? Ja. Falltür. Nein, eine Druckplatte. Ah, cool. Ein Boot. Wir experimentieren gerade. Das war eine Tür, genau. Oh Mann, wie macht man denn nochmal? Da habe ich die ganze Zeit gesucht, genau. Obwohl, dann kommen ja die Zombies auch rein. Das war wieder nicht gut bedacht von mir. Genau, machen wir so. Hier drinnen die Druckplatte und draußen den Knopf. Geht das? Ah! Ja, es geht. Das war ja gemein. Shitty. Jetzt steht er da mitten in meiner Tür. Kann ja voll ab. Wie gehen schlafen. Ach, geht ja wieder nicht, ne? Doch, geht. Warum geht das jetzt? Verbrenne, Zombie! Brenne! Brenne!
Und die ganzen Türen sind aufgekratzt. Brauche ich jetzt zwei Schalter oder einen? Einer langt theoretisch, oder? Ja, dann geht die Tür auf, das langt. Ich höre ihn noch sterben. Ah, da ist er gerade abgenippelt. Da unten liegt ein Knochen. So viele Creeper. Wie sieht's mein Holzvorrat aus? Das dürfte noch lang. Jetzt machen wir erstmal so das weg. Ich will jetzt auch nicht zu weit runtergehen wegen dem Creeper da unten. Aber ich wollte das so wegmachen, dass er nicht mehr hochkommt. Ja, es wird schon wieder eine sehr große Buddelei. Es tut mir echt leid, Leute. Aber wir wollen ja auch mal was erreichen. Also müssen wir hier buddeln. Es tut mir wirklich leid, aber das ist leider so. Ist bestimmt für euch langweilig, aber naja. Ich sehe gerade übrigens auf die Uhr. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich gucke nicht nur auf die Uhr, ich gucke auf die Creeper-Uhr und die schreit Creeper. So, jetzt dürft ihr hier nicht mehr hochkommen. Hä? Hey. Spinne. Spinne! Und Schleim ist auch noch in der Nähe. Ich mache hier drinnen den Schnitt. So, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao.